Grüß Gott und herzlich willkommen zum zweiten Part meines StarCraft 2 Kampagnen Let's Plays. Ihr seht, fangen wir jetzt wieder dort an, wo wir beim letzten Part angefangen, also aufgehört haben. Nicht angefangen. Das ergibt keinen Sinn. Dank ihres Einsatzes ist Massara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mengsk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Kaikes Findlay ist die Liga nach Massara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf von Kaikes Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Und da seht ihr es, vielleicht stand schon vorher da, ich hab's nicht gemerkt. Diese Belohnung ist nicht, wie viel wir durch eine es ist die Bonusmission, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder allgemein, ja, allgemein. Auf jeden Fall, das ist nicht das, was wir als danach immer bekommen. Nein, das ist, später können wir für unsere Charaktere, also um die besser auszurüsten, Geld ausgeben, also Credits. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann. Verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Also ein paar Planeten, wenn ich sie nicht... Oder glaube vielleicht sogar alle? Ich weiß nicht mehr... Nee. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall ein paar... Kampagnen-Level kommt es vor, dass du auf Planeten reisen musst und dann nur drei Levels sind. Oder mehr. Ah, ich musste wieder selbst auswählen. Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. WBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Nicht genügend Mineralien. Aha. So, jetzt geht's. Braucht erst noch ein bisschen mehr Supply. Also... Ja, Mineralien. Hier ist ein Mineralzelt. Und wenn das dann gegen Vespinkast eintauscht, ist das einfach nur Verschwendung. The story ist das. Ist das schon eher wichtig. BBF einsatzbereit. Darf sonst noch was sein? Nicht genügend Mineralien. So, das sieht zwar nach einer kleinen Basis aus, wo nicht viel her ist. Aber da ist schon. Ich will jetzt schon. Ich spoilern, aber da ist schon einiges los. Nicht genügend Mineralien. Ich kann ja schon mal ein bisschen vorgehen. Hier komm ich! Immer mit der Ruhe! Ei, ei, Sir. Und die bringen. Die hat man ja schon. In Ordnung! Oh nein. Bingo. Ich weiß nicht, ob das Video schon on ist. Ich glaube mal schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch ein Multiplayer-Let's Play gestartet. Und wenn das Video schon online ist, dann sieht man das schon nur eben den fliegenden Teil und nicht in so Containern. Aber sicher. Selbstverständlich. Kann's kaum noch erwarten. Roger. BBF bereit. Commander, die Liga greift die Rebellenbasis in Bekosten an.
Gut, das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Titus. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Wird gemacht! BDF einsatzbereit! Verdammt! Kommt noch was? Bereit machen, Jungs! Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. So. Raynor ist der Größte. Die Liga kann zur Hölle fahren. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Stellen wir jetzt erstmal hier ein bisschen auf zur Verteidigung. Es sind Rainers, Jungs. Denn sicher. Abmarsch bereit. Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Jungs. Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt noch was? Bitte nehmen Sie die Hand des medizinischen Notfalls. Verband gefällig. Sie haben gerufen. Abmarsch bereit. Aye, aye, Sir. Hier komm ich! So, ich glaube, es dürfte genügen. Erstmal zu verteidigen, weil ich werde hier das Teil mal, um schneller hier vorne Truppen zu bekommen, hier vorne hin verlagern. So, machen wir gleich. Aus der Bahn! Juhu! Überstunden! So, so, so. Mein Fehler. Das, was daneben steht, ist ein Tech-Labor. Vielleicht hat es schon eine oder andere gelesen, wo ich vorhin draufgeklickt habe. Damit kann man andere Einheiten bauen oder im Multiplayer kannst du damit deine Einheiten ausrüsten. Und diese Supply Drops hier kannst du einfahren oder ausfahren einfach. Wie du willst. Wie man will, eher gesagt. Einsatzbereit. Kann's kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Geht klar. Bereit machen, Jungs. Tretet der Liga in den Arsch. Holt euch diese Basis. Nur zu. Hier komm ich! BBF einsatzbereit. Was liegt an? Was nicht passt? Das Spinngas dürfte erst mal reichen. Kann's kaum noch erwarten. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Abmarsch bereit. Macht. BBF einsatzbereit. Hier komm ich! Jawohl! Jetzt geht's rund! Verstanden! BBF bereit! Aus der Bahn! Los, los, los! Ja, BBF einsatzbereit. Abmarsch bereit. Mission
nicht mein Geld. Okay, lasst uns rausgehen und sie fertig machen. Wir müssen diesen Bereich säubern. Worauf soll ich ballern? Los, los, los! Scheiße, das Ding kann ich nicht kaputt machen. Warten! Ich bin schon unterwegs. Jetzt geht's rund. Ich baue hier einfach mal ein paar Kasernen. Umso schneller wir Truppen produzieren, umso schneller können wir auch dann angreifen, weil umso mehr Truppen, umso mehr Feuerkraft. Ich weiß, ich ziehe das jetzt ein bisschen in die Länge. Und falls es den einen oder anderen stören sollte, dann tut es mir leid. Nehmt umso mehr Truppen, umso mehr Feuerkraft. Vorne kommt schon mal keiner durch, das ist schon mal gut. Wollte nur gerade schauen, wie viel so ein Supply-Shop nochmal bringt. Wenn jetzt nachschauen, 99. 8. Aus der Bahn! Durchgeladen und entsichert! Diesen der Boss! Verstanden! Jetzt geht's rund! Abmarschbereit! So, ich lege mir alle 7 Kasernen auf Steuerung 1. Durchgeladen und entsichert. Los, los, los! Hier komm ich! Jetzt geht's rund! Kann's kaum noch erwarten. Hier komm ich! Wahnsinn! Warten! Abmarschbereit! Jetzt geht's. So, dann schicke ich den jetzt auch noch zum Arbeiten hervor. Das jetzt zwar alles mal kurz canceln, weil wir auch ein paar davon brauchen. Sollen die das erstmal bauen?
Worauf soll ich ballern, Sir? Erweiterung fertiggestellt. Kommt noch was? Durchgeladen. Bereit machen, Jungs. Kommt noch was? Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt noch was? Bereit machen, Jungs. Kann's kaum noch erwarten. Durchgeladen und entschieden. Wird gemacht. Worauf soll ich ballern? Abmarsch. Durchgeladen und entsichert. So, das nenne ich mal eine Feuerlinie. Kann's kaum noch erwarten. Ist das lebensbedrohlich? Abmarsch bereit. Achso, die kommen dort unten nicht durch. Roger. Geht klar. Mist. Kann's kaum noch erwarten. Okay, muss ich das hier umsetzen. Das war ein Problem von mir. Das Problem habe ich ausnahmsweise mal nicht bedacht. Muss ich hier nochmal einen Techlabor hinstellen. Jetzt bauen wir erstmal eine ganze Reihe von den Sanitätern und dann nochmal eine Reihe von den anderen, von den Space Marines. Oder? Da reichen mir sogar die vier. Erweiterung ist fertiggestellt. Ja, so viel dürften reichen. Sage ich jetzt erstmal so, weil eins und das wird 86. Ja, so, das dürfte reichen. Ich glaube, mal 200 war es Maximum, wenn ich mich nicht irre. Wenn es dem einen oder anderen zu lang geht, ich mag hier einfach nur ein bisschen, weil ich ja eine Folge ja nur eine Mission mache, ziehe ich das hier ein bisschen in die Länge, damit ihr vielleicht ein bisschen Pause seht zwar, aber dann geht die Action richtig ab. Der Doktor ist da. So, dann ziehen wir erstmal alle so dahin. Der Doktor ist da. Ist das lebensbedrohlich? So, und jetzt machen wir noch just for fun einen Haufen von den Space Marines. Das sind jetzt 35 Space Marines. Also 7 Stück jedes Mal. 25 Sekunden. So, jetzt kann die Party losgehen gleich. Die produziere ich jetzt nur nach wegen Notfall. Die bösen Jungs sind darunter. Falls das passieren sollte noch. Sich. Ja, die dürfen wir später auch noch fahren. Das meinte ich mit Action. Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy.
Deine Jungs gepaart mit meinen Fähigkeiten. Bodenschlapper. Keine Chance. Werden ständig geheilt. Wir zwar einen Mann verloren, aber nicht mehr. Und gewonnen. Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Und das Teil spielt später noch eine größere Rolle. Und das ist eigentlich fast unmöglich. Da musst du richtig durchrushen. Okay, dann reden wir wieder und schauen uns die Bilder an. Und dann ist wieder das Ende für den Part. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tychus. Ich hab schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tychus, oder? Nein, war nur Spaß. Wie ist das so? Gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy. All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zerg sind, Tychus. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donnie. Rayner weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tasha. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Rayners terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte. Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner tötet Frauen und Kinder auf Masara. Und das ist einfach nur... ja. Wer schon mal Geschichte hatte, wird das später schon wissen. Also, Tychus, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Ah, bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe.
Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Ja. Tja. Das Arsenal, das kommt erst später. So, lasst hier noch den jetzt den Part stehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den darauffolgenden Videos. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht hier mit dem Part. Und ja. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Dann sage ich nur ciao. Was ich vielleicht schon gesagt habe. Ich weiß nicht mehr.